Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Keine Ahnung, wieso wir jetzt hier Besuch von diesen Zombies bekommen. Die Forge ist eigentlich aus. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Was? Was wollt ihr von mir, verdammt nochmal? Wieso kommt... Also, wir haben Tag 10. Komm, Specky. Wo bist du? Ja, versuch es nochmal. Komm, komm, komm. Bist du tot? Ja, der ist tot. Boah, was geht denn hier ab? Das ist ja wie in einer Hordennacht. Einer kommt dann nach dem anderen. Der ist, denke ich mal, tot. Ich verstehe auch nicht, von was die angezogen wurden. Denn die Forge ist aus, ich habe kein Lagerfeuer an. Einfach nichts. Haben wir noch extra gedacht, okay, lässt die Forge einfach die ganze Nacht aus, um keines Schreitusti zu anzulocken, und dann kommt hier eine Mini-Horde von Zombies. Das ist kacke. Ich hoffe, die haben jetzt nicht allzu viel angeschlagen. Das wäre nämlich nicht so cool. Hier ist alles okay, hier auch. Ja, nur hier. Bloß, dass ich kein Holz mehr habe. Ah ja, da komme ich nicht mehr rein. Ne, ich bleibe noch hier drin. So. Ich schaue mal nach. Viel ist es nicht. Aber es ist halt schon mal besser als nichts. Ah. Ich dachte mir jetzt gerade so, hä? Ja, das war's schon mit dem Holz. Ich gehe jetzt einfach mal rüber. Es sind nur noch 9 Minuten bis zum Nachtende. So, das hier lese ich dieses Mal und scrappe es nicht.
Stoffkopf. So. Hab ich jetzt alles, ja. So. Du hattest nichts. So. Ja. Sehr leckeres Geräusch. Und ich muss mir neue Eisenpfeilspitzen machen. So. Ah ja, da komme ich nicht hoch. So. Die lasse ich mal laufen. Eisenspitzen, keine Ahnung, mal 200. Hä? 200? Willst du mich veräppeln? So. Ja, so. Lege ich auch mal da rein. So, dann bringe ich die anderen Sachen hier hoch. Wir fangen an. Das kann dahin. Das auch. Knochen auch. Maismehl auch. Ja. Schuhe kommen hier hin. So. Steine lege ich mal da rein. Und das Öl muss auch hier hin. Öl hier hin. So. Das war jetzt blöd. Ich muss mich dran gewöhnen, dass die Tür unten nicht mehr da ist. Dann gehe ich jetzt ein bisschen Holz hacken. Wir brauchen auch wieder von allem anderen ein bisschen. Hier liegen sehr viele Steine. Das ist gut. Und dann werde ich mir Spikes basteln, um die ganzen Löcher jetzt wieder zuzumachen. Und ich werde anfangen müssen, die Mauer hochzubauen. Das mit der Stadt, um in die Stadt zu gehen, warte ich noch ein bisschen ab. Ich will zuerst die Verteidigung des Hauses fertig kriegen, bevor ich was anderes mache. Hier ist ein Nest. Hier sind viele Steine. Hier ist Golden Rod. Sehr schön. So ein dicker Baum. Was muss ich noch machen für die nächste Horde-Nacht? Ja, also Mauer bauen, dann eine neue Reihe Spikes. Ich brauche einen neuen Bogen. Das mache ich sofort. Bogen. Ich weiß, das bräuchte ich nicht zu machen, wenn ich die Pflanzenfasern in meiner Tasche behalten hätte, die ich hatte.
Aber wir brauchen von allem immer mehr und mehr und mehr. Deswegen will ich ein bisschen so im Lager behalten. Und hole mir dann einfach neues. So. Bogen. Fertig. Weapon. So. Spikes. 21. Ist nicht so viel, ne? Wie viele Spikes hatte ich zu Hause noch? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich ja auch noch so 300 oder sowas von den, heißen die Woodlock Spikes oder so. Davon habe ich ja auch noch ziemlich viel. Aber die werde ich eher an die Mauer des Hauses. An die Mauer des Hauses setzen. Damit die Zombies nicht sofort an die Mauer klopfen. So. Ein bisschen Holz kriegen wir ja wieder rein. 14. Ich muss auch wieder bald eine neue Steinaxt. Eisenaxt herstellen. Das könnte ich sofort machen. Axt. Das Material dazu habe ich ja dabei. Ich nehme noch einen oder zwei Bäume mit. Den großen dahinter nehme ich noch. Level up, du bist jetzt 42 und hast 64 Fertigpunkte. Ja. Bloß weiß ich gerade nicht, wo ich die. Moment. 41. So. So. Da ist ein Schweini. Schweini. Es tut mir leid. Schweini, bleib hier. Schweini. Schweini. Schweini, bleib hier. So. Duck. So haben wir auch etwas mehr Fleisch. Eier habe ich, glaube ich, nicht mehr so viele in der Kiste, oder? Ich weiß das jetzt gerade nicht mehr. Ach, hätte ich gewusst, dass ich jetzt so weit runterkomme, dann hätte ich auch die Gläser mitgebracht, um sie mit Wasser zu füllen. Das muss ich ja auch noch machen. Naja. So. Da ist auch noch ein Hirsch. Ach komm, nee, den nehme ich auch noch.
App stehen. Bleib stehen. Das war doch getroffen. Mann. Ups. So. Häslein, wo bist du? So. Tut mir sehr leid, mein Rehhirsch, was auch immer. Aber wir brauchen es. Es geht ums Überleben. Ui, 16 Minuten, das ging jetzt aber schnell. Ich gehe jetzt dann zurück in die Hütte. Das war die letzte Folge dieser Aufnahmesession. Wir haben jetzt gerade Mitternacht und ich bin todmüde. Oh komm. Einen Baum nehme ich noch. Einen Baum und dann... So. So. Ist gefasst, ich mache das jetzt so. Es geht viel schneller. Das geht ultra schnell jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Geradeaus. Geradeaus ist mein Haus. Also da, mit der Landschaft so im Hintergrund ist das wirklich schon mega schön. Ab und an ist das nur ein bisschen kompliziert wegen dem ganzen Hügeln. Willst du mich verarschen? Sorry, Schwein. Tut mir leid. Kann ich das hier... Nee. Rezepte... fertigen. Das ist, glaube ich, mein altes... Dings da, ja. Haus ist dahin. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Ich muss noch einen Baum mitnehmen. Wie viel Holz haben wir? 3600. Ja, ist okay. Nee, du bist noch zu klein, dich lass ich stehen. Ich lasse noch ein paar Spikes laufen. 40. So. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns um...
Nest werden wir uns um die Mauer kümmern. Wenn wir damit anfangen. Wobei, bevor ich jetzt diese Folge beende, das wird jetzt eine etwas längere Folge. Ich hoffe, das stört euch nicht. So. Ach, das war jetzt sehr klug. Aber scheiß drauf, ich lasse das jetzt so stehen. Wärmt die Forge mich bis hierhin, oder wie? So. Jetzt repariere ich da. Da ist auch noch ein Zombie. So. Ja, auch. Sind noch ein paar Zombies nachgekommen, oder wie? So. Was? Ich habe kein Holz mehr. Dann hole ich mir noch einen Baum. Ich habe ja noch ein paar hier in der Gegend. Ich versuche die Folge nicht allzu lange zu machen. 350 Holz, das müsste jetzt für den Rest Spikes hier ausreichen. Ich hoffe es. So. App. Diese hier wurden nur angeschlagen. So. Und hier fehlt auch einer. Jetzt ist das richtig. Okay. Das werte ich noch auf, das hier kommt weg. So. Damit kann ich eh nichts anfangen. So. App. Ciao, ciao. Und hier die Treppen auch. Davon habe ich überhaupt nichts. Mein Eingang ist jetzt auf der anderen Seite. Und in der Höhe. Ich habe nämlich mitbekommen, dass Türen Zombies anlocken. Und aus diesem Grund habe ich jetzt die Tür hier unten weggenommen, damit sie nicht hierhin gelockt werden und hier wieder das halbe Haus auseinandernehmen, weil sie versuchen, reinzukommen. So. Das hier ist jetzt okay. Ich mache dich jetzt mal aus. So. So. Hoch. Yep. So. Ja, also Fleisch habe ich mehr als genug. Eier könnten etwas mehr sein. Aber naja, was soll's. Ist okay. Tierfett habe ich da. Das auch, das auch. Golden Watt auch. Kleidung kommt hier hin. So.
Für den Rest tue ich es hier rein. Die Federn sind auch hier. Du auch. Und wobei, nee, Federn behalte ich bei mir. So. Weil ich mir jetzt Eisenspitzen machen. Eisen, Pfeilspitzen. 102. Perfekt. Die eiserne Feueraxt lege ich runter. Hier rein. Die werde ich das nächste Mal einschmelzen lassen. So. So, ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge, die etwas länger geworden ist als eigentlich vorgesehen. Aber wie gesagt, ich hoffe, das stört euch nicht. Ich würde gerne regelmäßig so etwas, also Folgen in dieser Länge bringen. Jedoch ist das wegen der Uni etwas kompliziert. Nee, nicht. Gott sei Dank kann man Essen nicht scrappen. Denn ich glaube, ich hätte schon 20 Mal das Essen komplett gescrappt. Aber naja. So. Du trägst etwas bei dir, das. Hä? Ah, vielleicht weil ich gegessen habe. Gegessen habe. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr ja gerne in die nächste Folge wieder reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.